Überlegt, bis uns jemand gesagt hat, wieso nennt das nicht einfach vor mir? Sind wir okay. Ich finde es ziemlich cool. Jetzt bist du ja quasi das erste Mal hier, ne? Bist auch gerade erst 30 Minuten hier, ne? Kannst mir also noch nicht so viel sagen, wie du es hier so findest. Nee. Ist auch der erste Drink heute? Ich habe bis jetzt auch nur Leute aus Deutschland getroffen. der erste Drink auch, ja. Aber es ist wärmer als zu Hause und es könnte ganz lustig werden. Also mir kommt's ja fast so vor. Ja, wir befinden uns jetzt hier. Nochmal an, weil ich zurückspule, denn das ist meine Mucke, Alter, die geht ab. Sag ich dir, komm mit zum Vorverkaufsschalter, Mann, und schnapp sie dir die Karten, die auf dich... Knapp 4 Jahre sind vergangen, seit die Fantastischen Vier die Welt mit Lauschgift versorgten. Nach dem letzten gemeinsamen Lebenszeichen mit dem Live- und Direktalbum gibt es nun endlich neue Songs des Hip-Hop-Quartetts. Doch entgegen der weitläufigen Meinung, das Album sei auf der Erde eingespielt worden, hier jetzt die ultimative Richtigstellung. Die geplante Raumstation Mir ist eigentlich schon fertig. Es hat nur Promotion-Marketing-Gründe und das Geschäftsthema soll beendet werden, bevor das richtig rauskommt, alles klar. Dürfen wir nicht weiter sagen. Und wir haben dort unser Studio eingerichtet und haben da die Platte aufgenommen. Wir sind extra von euch heute runtergejettet. Morgen früh geht's wieder los. Also erst nach Cape Canaveral, alles klar. Und dann, zack ab. MFG, fast mit freundlichen Grüßen. Die Band in uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schallraum. Ja. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Der Löwenanteil, der Titel, ist in unserem eigenen Studio, im Studio Y entstanden, was der Andi gebaut hat, wo wir drin lebten. Thomas und ich haben eine Zeit lang auch dort gepennt, weil wir beide heimatlos sind. Ich wohne ja in Hamburg und Thomas in seinem Wohnmobil. Nicht mehr. Nicht mehr lange. Und haben original echt ein Dreivierteljahr dran gebastelt, das muss man sich mal vorstellen. Aber gut, Ding will ja bekanntlich Weile haben. MFG, fast mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Dieses Mal haben wir uns zum Schreiben vieler Lieder in kleine Ausflüge uns selbst verschrieben. So waren wir zum Beispiel auf einer Hütte auf der Schwäbischen Alb, in der nichts weiter war als ein paar Zimmer, ein paar Betten und ein Sonnenkollektor, mit dem man nur das Licht speist, um ins Bett zu kommen. Ansonsten haben wir dort nackt herumgehangen mit den Hundchen und haben einen Baum gefällt, haben den jeden Abend angezündet, haben davor getanzt und haben Musik geschrieben. Oder wir sind in einen Salztank gegangen, so eine Salztank-Session. Das ist in einer sehr lauen, salzhaltigen Flüssigkeit in einem dunklen Raum liegen. Man hört nichts, sieht nichts, es ist wie Schweben. Stundenlang, Tiefenentspannung. Da ist ein Lied dabei entstanden. Lass mich in Ruhe, halt die Fresse, mach dich weg hier. Die alte Tour von dir hat doch keinen Zweck mehr. Seit ich denken kann, funkst du mir dazwischen, dass ich mir das schenken kann und dies von der Backe wischen. Es gibt ja das tolle Sprichwort, Wunder dauern etwas länger. Und so ähnlich war es dann wohl auch bei uns, denn nach einer gewissen Einfindungsphase, die wir gebraucht haben, um wieder reinzukommen, um wieder unsere gewohnte Arbeitsroutine, unseren Flow zu kriegen, sind wir natürlich auch Perfektionisten und je länger wir im Geschäft sind, je besser wir werden, je mehr Musik wir machen, desto höhere Ansprüche haben wir an uns selbst. Hab ich alles schon gesehen, das ist alles schon gegangen, auf dem Weg, den wir gehen, ist alles gut, doch die Antwort ist nicht interessant. Das führt natürlich dazu, dass du auch mit dem neuen Studio von Andi Y im eigenen Studio öfters über die Lieder gehen kannst, noch mehrmals was findest, was du jetzt doch noch besser machen willst. Und somit das Ganze eben länger dauert. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Der größte Druck, den man haben kann zum Weitermachen, ist der eigene. Man möchte immer besser sein als bei der Platte davor, ganz klar. Das Handicap dabei ist, dass man bei der letzten Platte alles gegeben hatte, was man konnte und das wieder zu steigern. Man hat auch Erfahrungen gemacht, aus denen man gelernt hat und sich verbessern konnte. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Das größte Hindernis ist das eigene Ego und wir haben uns dann darauf geeinigt,
Wenn wir es geil finden, ergibt sich der Rest von selbst. Es hat sich langsam angeschlichen, das Gefühl. Die Wärme ist gewichen, es ist kühl. Die Zeit, die verstrichen ist, ändert nichts daran, dass die Beziehung zwischen uns alles andere als ausgeglichen ist. Die ersten Tage im Studio sind eine Stoffsammlung. Wir haben alle unser persönliches Leben und unser gemeinsames Leben. Und in unserem persönlichen Leben suchen wir unsere Songideen. Das sind bei Thomas und bei mir schwerpunktmäßig Textideen, wobei auch Michi dieses Mal sehr viel mitgerappt hat. Es ist aber auch so, dass ich den einen oder anderen Sample-Vorschlag mit einbringe. So habe ich dann immer mal wieder auf Flohmärkten und Plattenläden dieser Welt hier und da mal nach Platten rausgezogen und gekauft, die ich gut fand. Die bringe ich mit in Stapel. Sie muss raus, sie muss raus, sie muss raus, sie muss gehen. Sie muss raus, sie muss raus, sie muss raus, sie muss gehen. Dann versuchen wir Emotionen und Textideen mit Emotionen, die musikalisch sind, zu verbinden, indem man sagt, dieses Sample drückt das Gefühl dieser Textidee aus. Das kann dann so weit gehen, dass man das Sample nimmt, dazu komponiert und schreibt und immer mehr Sachen obendrauf packt auf das Sample, nachher das Sample wegnimmt und übrig bleibt, dann das alles selbst gespielt. Ein solches Beispiel ist zum Beispiel das Lied Der Hammer auf der Platte, das fast ausschließlich aus von uns selbst gespielten Instrumenten besteht und ursprünglich auf einem ganz anderen Sample, was da gar nicht mehr drin ist, basiert. Sie ist einmalig und sie sieht gut aus, sie ist der Hammer. Um einen Titel für das neue Album zu finden, riefen die vier ihre Fans durch eine Jugendzeitschrift zur Mithilfe auf. Die Titelverlosung war meine Idee, weil wir natürlich auf keinen grünen Zweig gekommen sind und ich dachte, vielleicht bedarf es ja eines ganz unbedarften Fans. Ja, aber die Idee, das auf Bravo zu sagen, war vielleicht nicht so gut. Naja gut, auf jeden Fall kamen total viele ganz innovative Ideen. Leider unbrauchbar. Ich habe immer gedacht, dass es irgendwann mal kracht oder so. Ich fand 4 nach 4 ging ja auch schon ein bisschen in die Richtung. Ja. Oder 5 nach 4, weiß ich dann nicht mehr so ganz. Wordaholics war, finde ich, ein einzigen Vorschlag, der gut war. Ich habe immer gedacht, Schluss gemacht und schnell, zack, über Nacht oder so. Doch das ist es nicht. Was mir halt nicht gefällt, ist, dass Fans grundsätzlich dazu neigen, in diesem Albumtitel einen zu ehren oder irgendwie ein Kompliment zu geben, indem sie sagen, die vier Tollen, oder indem sie das Wort der Band einbauen, oder na, im übertragenen Sinne halt, so weißt du. Symbolisch gesprochen. Und das finde ich nicht gut. Sie muss raus, sie muss raus, sie muss raus, sie muss gehen. Sie muss raus, sie muss raus, sie muss raus, sie muss gehen. Die Fans sind die Letzten, die man nach einem Albumtitel fragen sollte, weil sie grundsätzlich zu unbescheiden sind, was ihre Band angeht. Man sollte Leute, die uns hassen, vielleicht mal nach dem Albumtitel fragen. Die werden vielleicht interessanter. Ich bin der Am Ende bekam dann doch der selbst ausgedachte Titel 4,99 den Zuschlag. Wir haben uns dann für 4,99 entschieden, weil das ganz klar unprogrammatisch ist. Ganz klar. Ein Album ist immer eine Bestandsaufnahme einer Band, einer bestimmten Kombination von Leuten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bestandsaufnahme. Und 4,99 sind wir vier, und es ist 1999, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Rest findet sich, wegen mir braucht man noch nicht mal einen Albumtitel machen, wir brauchen sowas. Es ist doch nur, um das in die Hitparadenliste zu drucken. Stopp's an die Massiven an die Kopfnicker, ich bin der Picknicker. Klicker, Klicker, ist der Groschen jetzt gefallen? Nein, dann werde ich weiterleiten, bis es alle schneiden. Kein, der mich also noch nicht kennt. Die Idee zum Album des Titels 4,99 ist meine Idee. Ich habe mich da besonnen auf eine alte Idee, die auch von mir war, die das CD-ROM, das damals der Smudo selber entwickelt hat, 4,95 wollte ich das nennen, denn es kam 95 raus, es hieß dann Virtuell. Super Name. Das ist aber echt ein guter Name. Den fand Name. Ich überhaupt nicht gut. Ich fand 4,95 total gut, weil es wie ein Preis klingt. 4,95, das neue CD-ROM. Das ist ja kam wertig. Nicht durch. Dann dachte ich mir, Jahre später, probiere ich es jetzt nochmal mit 4,99. Und du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Mein Titel ist angenommen worden. Ich bin der Picknicker, dann schreit mal. Yeah. Jeder weiß mal. Ich bin der Picknicker, dann schreit mal. Wir haben auf dem Album 4,99 ein paar, oder zwei, drei Hörspiele drauf gemacht, wovon zwei die Waltons repräsentieren. Für die, die die Waltons nicht kennen, die Waltons sind eine Fernsehserie gewesen, Ende der 70er, Anfang der 80er, aus den USA, die so ein bisschen wie unsere kleine Farm, so eine US-Farmer-Familie darstellen. Und bei den Waltons speziell war das aus den 30er Jahren. Michbeck, Smoglock, Michbeck, Tomboy, Andy Ann, kommt schnell! Michbeck ist zurückgekehrt. Es tut mir alles so furchtbar leid. Wo hast du nur so lange gesteckt? Das ist Tomboy. Ja. Ich bin Smoobob. Wir haben Michbeck.
und Andy Ann. Gute Nacht, Smoobop. Gute Nacht. Ich hab dich lieb, Tomboy. Ich dich auch, Andy Ann. Ja, und da findet sich dann die Familie wieder zusammen abends in dem Haus. Und in Buenos Dias Messias, dem letzten Song auf der Platte, geht's ja auch um das Haus. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Das zeugt von unserem Haus, das wir gemeinsam aufgebaut haben. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Um euren Fantasiewahn zu befriedigen. In einer Kleinstadt nahe bei Stuttgart fängt Ende der 80er alles an. Dort treffen sich eines schönen Tages die Mütter Rieke und Schmidt. Deren Söhne Andreas und Michael, heute besser bekannt als Andi Y und Smudo, freunden sich in Andis heimeligen Jugendzimmer an. Wir haben uns mehr so auf der Teenie-mäßigen Programmieren-Homecomputer-Ecke kennengelernt. Das war damals ganz groß. Und da haben wir uns kennen und lieben gelernt. Wenige Monate später schon kam das gemeinsame Interesse für Sounds, das Andi schon viel früher pflegte als ich. Er hatte einen kleinen Synthesizer, einen MS-20, mit dem er schon so Space-Hörspiele gemacht hatte, aber auch schon Sound-Experimente. Und ich habe die Hip-Hop-Komponente mit reingebracht und wir haben versucht, Hip-Hop-Musik zu machen. Für diese Hip-Hop-Musik braucht man allerdings noch mehr Leute. Und so stößt dann auch Smudos alter Freund Thomas Dürr dazu. Weingesang und Vibe, es war Zeit für Schreiben, ich geh jetzt. Nein! Okay, ich bleib, Hausmeister Thomas D. Der Junge ist auf Zack. Wir alle sind des Jungs und jetzt geht's ab. Ich hab mit meinen Kumpels in Stuttgart zu der Zeit auch die erste Hip-Hop-Party veranstaltet im Jugendhaus Degerloch zu Stuttgart. Richtig. Thomas und Andi kamen dann zu mir auf die Bühne, ich hab aufgelegt und auch so ein bisschen umgerappt. Und Thomas gab mir dann so eine Visitenkarte, wo drauf stand Talentstudio irgendwas. Jürgen, wie heißt der? Gunter Hanselmann, genau. Und ich, boah, Talentstudio, Hammer. Okay, alles klar, wahrscheinlich bin ich jetzt als Talent entdeckt worden. Dann habe ich einen Anruf von Smudo gekriegt, weil die beiden meine Nummer mitgenommen hatten. Und um ein Treffen zu vereinbaren. Und ich habe dann Smudo angesprochen auf dieses Talentstudio-Ding und da hat sich so herausgestellt, dass Thomas als Friseurlehrling in einem Talentstudio für wenig Geld Haare schnitt. Das war etwas desillusionierend für mich in dem Moment, aber ich habe es trotzdem auf dem Treffen ankommen lassen. Leute, was geht ab? Oder seid ihr schon schlapp? Na guck mal, was ich hab. Ich hab einen tollen Rap. Von Westen nach Osten, von Ost nach West. Ich rappe zu Musik und dann geb ich euch den Rest. Das war eigentlich der legendäre Gründungstag von uns vier, nämlich als wir den Michi am Schlossplatz in Stuttgart trafen. Thomas war da aus technischen Gründen nicht dabei. Ich glaube, der musste im Talentstudio ackern und Haare schneiden. Und dann haben wir uns in Michis Blue Opel gesetzt, den er damals auch berappt hatte. Und haben denen die Tapes vorgespielt. Diese an Andys Homecomputer zusammengebastelten Tapes finden bei Michi Beck großen Anklang und die vier gründen die Band Terminal Team. Nach Wochen der Vorbereitungszeit, des Komponierens und Textens geht das Terminal Team dann zum ersten Mal in Heslach auf die Bühne. Bei unserem Auftritt im Jugendhausclub Heslach, das erste Konzert, hat die Technik ganz wunderbar funktioniert, nur wir nicht so ganz. Zum einen haben wir den Raum erstmal so derartig voller Nebel gepumpt, dass niemand den Anfang vom Konzert überhaupt hat sehen können. Es war halt witzig. Wir stolperten so durch unser Konzert und versuchten, gute Laune zu verbreiten. Was uns auch gelungen ist, nur einmal hat einer Tomate gerufen. Das war das einzig Negative. Also haben wir zu viert Hip-Hop-Musik gebastelt mit deutschsprachigen Texten. Und ich habe nebenher ein bisschen aufgelegt im Wildpark, Stüble und auf privaten Partys. Wir wollten eine Platte machen. War klar, junge Band will
auf Vinyl erscheinen. Ich liebe die Frauen, ich liebe das Saufen, ich liebe es mich. Nimm Türsteher zum Auf, ich steh auf Rügel, ich baue ständig Mist. Ich bin der, der dir ins Fingers pisst. Mit der Demo, die wir vom EMI Verlag finanziert bekommen hatten, ist der Mitarbeiter von EMI mit einem Koffer zu vielen verschiedenen Plattenfirmen gegangen, unter anderem zu Sony Music, zu Fitz Braum, der im Übrigen jetzt Geschäftsführer bei unserem eigenen Label 4Music ist. Fitz Braum, eine große A&R-Legende, hat Spliff, Nena, die Ärzte, Selig und auch uns für Sony Music an Land gezogen. Du dumme Sau, jetzt hör mal zu, hey, mach dich weg und lass mich in Ruhe. Flipp dich aus, mich kriegst du nie, denk mich am Arsch, fick mich ins Knie. Klar, deine Alten, von denen deine Möse, ich bin Smudo, ich bin furchtbar. Die erste Platte war da und wir haben nicht davon gelebt, sondern wir haben weiter im On You damals, es war ein Club in Stuttgart, Schallplatten aufgelegt, die Jungs haben gekellnert, der Andi hat noch bei Judith Packard gearbeitet und so. Dann haben wir die zweite Platte gemacht und da wurde dann alles anders. Dida heißt der Song, der von nun an das Leben der Vier verändern sollte. Das Stück wird zum Megaseller und die Band findet sich plötzlich in Hitparaden, TV-Shows und der Presse wieder. Hallo Thomas. Hallo. Alles klar? Klar. Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist. Moment. Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Uh-huh. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Und am Samstag in der Disco schickte sich die Korken knallen. Mit dem zweiten Album kamen aus und langsam so die ersten Sprüche von der Plattenfirma, wie auch unsere eigene Wille, das kam zusammen, jetzt richtig auf den Putz zu hauen. Und da haben wir wohl unser Poppix das Album gemacht mit viel Gewinn und das hat sich dann auch gleich in einen enormen Erfolg umgewandelt, weil der sicher auch nicht so groß geworden wäre, wenn wir nicht vorher jahrelang so viel getourt hätten und uns ins Bewusstsein vieler Leute gespielt hätten. Hey, ist die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist die da, die mit dem dicken Pulli anmacht? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Wir haben damals mit Dida ein neues Eck aufgestoßen, das bisher die wenigsten kannten und von dem ganz, ganz wenige nur Notizen haben, nämlich Hip-Hop und in unserem Fall dann eben Hip-Hop mit deutschen Texten. Und das schlug eben einmal die Bombe. Wir haben halt einen Nerv der Zeit getroffen, der einfach, das hat gefunkt, das war plötzlich, zack, hast du einen Gassenhauer gemacht. Plötzlich wusste die Oma an der Ecke irgendwie, wer die Frau war, die freitags nicht kann. Wir waren nicht mehr die Fantastischen Vier, wir waren die da. Natürlich hast du gleichzeitig auch dann eben diese Schmerzen dabei, weil du in der Identifizierung deiner selbst mit deiner Musik plötzlich nur auf einen Song reduziert wirst. Zu guter Letzt verkauft die Band den Song auch noch für einen Werbespot und hat fortan Superstar-Status. Die da hat alles verändert. Auf einmal waren wir in aller Munde. Wir hatten einen Mainstream-Erfolg, jeder kannte uns. Und wir hatten die Chance, unseren Popstar-Traum zu verwirklichen. Mein Bruder sagt, er hätte jetzt die Nase voll. Denn zwischen den Alben Jetzt geht's ab und Vier gewinnt, veröffentlichen die Fantastischen Vier eine Weihnachtssingle. Allerdings nicht im herkömmlichen Sinne, denn mit der besinnlichen Weihnachtsidylle einer durchschnittlichen Kleinstadtfamilie hat dieser Song wenig am Hut. Geht nach dem Essen und der andere kommt herein. Ursprünglich war die Idee zu dem Weihnachtslied Frohes Fest eigentlich eine lustige Kommerzidee vom Bär. Also war eine der Bär hatte, da hatten unsere erste Platte erst noch gemacht. Wir waren auf der Suche nach dem großen Erfolg und ja. Bär hatte Management hat sich an Möglichkeiten gedacht, hatte gemeint, ihr müsst irgendwie ein Weihnachtslied machen, so ähnlich ja. Wie zum Beispiel ein Fußballlied von den Hosen mit dem Azuro. Der Gedanke von Manager Bär war gut, doch die Idee in die Tat umzusetzen fällt schwer. Es fiel nichts ein. Ich bin der Nikolaus, hol alle eure Socken raus. Und dann waren wir total sauer auf den Bär, weil er diese bescheuerte Idee hat. Okay, wir zeigen es dir. Du willst ein Weihnachtslied? Du kriegst ein Weihnachtslied. Meine Mutti sagt, hallo lieber Nikolaus. Meine Schwester sagt, den kenne ich, das ist Onkel Klaus. Der Typ sagt, ho ho, und packt die Geschenke aus. Und ich frage mich, holt er heute auch seine Rute raus? Und dann kam es also raus, Weihnachten 91. Im Jahr 92, ja, kam wirklich keinen interessiert. Weihnachten 92 hat sich sehr gut verkauft. Weil da war die da vorne ganz weit am Start. Hat viele Leute interessiert. Hat es dann im Jahr 93, also weil 92 ist ja am Ende des Jahres, hat 93 dann Platz 16 erreicht, sogar in der Hitparade. Und als ich ihn dann mit der Mutti auf ihr Zimmer gehen sehe, dann tut das weh. Wahrheit, tut immer weh. Ich hasse diesen Typen und ich wünsche ihm die Pest. Ich wünsche mir eine stille Nacht und euch ein frohes Fest. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt gewesen, wo der Sohn von einem Pädagogikprofessor sich an den Frühstückstisch setzt und singt,
Mein Dealer freut sich, dass ich an der Nadel hänge. Und dann sagt er, wo hast du das hier? Hier, von den Fantos. Ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ich glaube, ich mache mir erst mal eine Flasche auf. Dieser Pädagogikprofessor lässt den Song auf den Index setzen und die Fantas werden schriftlich zur Verhandlung eingeladen. Aber wir haben gedacht, als wir die Einladung zur Verhandlung bekamen, da geben wir nicht, damit sie auch ganz bestimmt verboten wird. Weil das ist doch cool, eine Single läuft nicht jedes, nicht immer. Irgendwann kommt sie nie wieder raus und so kommt sie noch in den Himmel. Und das ist gleichzeitig genau. Ein cooles Argument den für uns. Pop-Himmel. Von der Firma Flasche Sekt und von der Mutti ein paar Kohlen. Geh ich jetzt in die Stadt und lass mir einen runterholen. Ich brauche jetzt eine, die mich nicht alles machen lässt. Und ich mach's ohne frohes Fest. So haben wir es dann auch geschehen lassen. Wir haben dem Pädagogikprofessor ein Glückwunschschreiben geschickt. Wir haben uns bedankt bei ihm. Danke. Haben ihn aber auch berichtigt, denn er sagte, in der ersten Strophe heißt es, mein Bruder sagt, er hätte jetzt die Nase voll, denn der Schnee in diesem Jahr, der wäre mal richtig toll. Nur die Stille und Reinheit des Schnees deutet noch auf ein heiles Weihnachten hin. Hat der Professor gedacht. Und dann haben wir gesagt, tut mir leid, Schnee ist in diesem Fall Kokain, ne? Und deshalb ist da gar nichts schön dran, also gehört es doppelt verboten. Neben der Band Die Fantastischen Vier verwirklichen sich Smudo, Thomas, Andi und Michi in Nebenprojekten wie der Reimachse, einer Zusammenführung verschiedener befreundeter Hip-Hop-Acts. Die Reimachse war etwas, was ich jetzt persönlich gesagt habe, dass wir haben uns immer einmal in so einem Keller getroffen und philosophische Ideen ausgetauscht. Obwohl er täglich Unsinn treibt, er trotzdem unser Bester bleibt. Die coolen Säulen, die fantastischen Vier, Fresh Family, die reinen Banditen. Die Reimachse ist schon lange eine Idee gewesen, die ich schon immer gerne verwirklichen wollte. Schon ziemlich lange her, eigentlich zum ersten Album, wollte ich schon seinerzeit mehrere Bands zusammenschließen und so eine Art, also das Vorbild war dieses Self-Destruction, die von Stop the Violence Projekt von Chaos One ins Leben gerufen. Und irgendwann ging später, das war das nach der Vier Gewinn sogar, glaube ich, hatten wir dann die finanzielle Kraft des Projekts durchzuziehen, ganze Leute ins Studio zu bringen. Und die Bands, mit denen wir damals prima auskamen eben, oder auch heute nach wie vor zum Teil gibt es die nicht mehr, Rhein-Banditen, Verschwemmer, die coole Säue, maximal Lautstärke, und haben die dafür gewinnen können, das gemeinsam zu machen. Ein anderes Projekt kristallisiert sich aus der Zusammenkunft zwischen den Fantas und den Megalomaniacs. Mega 4 entsteht. Das nächste danach war, glaube ich, dann schon Mega 4. War schon Mega 4, ja. Ich haben wir schon erzählt, kam aus so einer Live-Idee raus. Die Megalos sind mal auf uns zugekommen, weil so ein Crossover-Festival stattfand in Frankfurt. Im Zuge dieser musikalischen Ausflüge betritt Smudo als erster Solo-Pfade. Und dann hat Smudo eben noch sein Solo-Project mit der Jazz-Kantine. Jazz-Kantine gemacht. Matthias Lanzer hat ein Rap-Label in Braunschweig. Und der Aaron, sein Studiotechniker, Christian Eitner, Ronaldo Sander, die sind Jazzmusiker eigentlich. Und dann haben sie sich überlegt, wie wäre das, wenn wir unsere Jazzmusiker und der Matthias hier als Rapper zusammentun. Boom, boom, pass und hing da. Gesagt, getan. Smudo nimmt die Single Respekt gemeinsam mit der Jazzkantine auf und der Song geht in die Charts. Ich benutze meine Fühler und suche andere Schüler. Doch alle, die ich sehe, haben ihre Hand im Schritt und sagen, yo, Motherfucker oder ähnlichen Shit. Machst du mit? Wer ich? Komm nicht in Frage. Viel zu viele Klischees auf der Bühne heutzutage. Sage ciao, hey, zack, mach mein eigenes Ding. Die Leute sind irritiert, weil ich was Eigenes bring. Ich habe dann eine Single mit abgeliefert oder eine Platte, und das fanden die ziemlich gut und haben dann eine Single gemacht, und wir haben das Glück gehabt, dass wir an eine große Firma kamen. Respekt ist unsere Aufgabe. Auch internationale Künstler werden auf die Fantas aufmerksam. So auch Funk-Legende Bootsy Collins, der Smudo und Thomas D. zu sich ins Studio einlädt. Aus dieser Zusammenkunft entsteht der Song Home of the Freaks. Hier ist der Thomas D., hier ist der Smudo. Hallo. Wir sind in Hamburg, jetzt gehen wir zu Bootsy Collins. Ich probiere das mal hier. Ja, das ist zu. Wir finden uns hier vor der Türe
der legendären Boogie Park Studios. Now let's go to the star of the night. Uzi Garland! Juhu! Thomas D. aus Stuttgart und Bootsy aus Rapper, Sprechsänger, Philosoph und Playboy in einem. Verkörpert Thomas D. hier live und direkt für Sie und nicht nur hier, sondern immer. Ich packe meine Sachen und bin raus, wann geht's? Der Thomas D. ist auf der Reise ohne Rückenwind. Ich sage es euch auf diese Weise, alle die am Suchen sind, sind nicht mehr auf der Reise, haben Rückenwind. Nach Smudos Soloausflug will sich auch Thomas D. nicht lumpen lassen und entschließt sich 1997 ebenfalls für einen Alleingang. Das sind die Songs, ja. Das ist Thomas D. Und das zusammen gibt mein Soloalbum. Und fällt im Regen ein, er wird mein Wagen ja noch waschen. Hab ich euch in meinem Herzen und Musik in den Taschen. Das schlicht mit Solo betitelte Album ist eine Gemeinschaftsproduktion von Thomas D. und vielen bekannten deutschen Sängern und Bands. So ist auch die beste Band der Welt, die Ärzte, auf der Platte vertreten. Ich hab nur Unsinn im Sinn und ich hab dich im Visier. Alles klar. Den Namen immer noch nicht, ey. Jan? Ja, ja, das hab ich jetzt. Stefan? Stefan. Horst, Horst. Bleiben alle stumm, geht es um mich, hacken sie auf mir rum. Sie hacken auf mir rum, hacken auf mir rum, sie hacken auf mir rum, hacken auf mir rum, sie hacken auf mir rum, hacken auf mir rum, sie hacken auf mir rum, hacken auf mir rum, sie hacken auf mir rum, sie hacken, hacken auf mir rum. Und jetzt dann happy ab in die Charts. Genau, jetzt direkt rein. Chartsurfer. Ich leg mich wieder hin. Macht's. Ciao. Bye bye. Du hast mein Herz geklaut. Ich weiß nicht, ob du's gewusst hast. Du schaffst es, es getan. Ungewohnt brav gibt sich Paradiesvogel Nina Hagen bei dem Titelstück Solo. Ist Video. Ach nee. Ich schieß doch ein für, mal, für unsere Fans, Nina, werde ich eine kleine Dokumentation machen, was wir alles erleben. Freunde, nun, da wir den Weg ein Stück zusammengegangen, erinnere ich mich daran zurück, wie alles. Mit von der Partie ist auch Udo Schöbel, der mit Thomas D. ein Stück Vergangenheit verarbeitet. War. Sehe ich mich als Star von beiden Seiten. Friseur heißt das Lied deshalb, weil ich ja mal Friseur war. Und in einer Art, ich lasse meine Vergangenheit nochmal Revue passieren, denke darüber nach, wie es denn wäre, wäre ich Friseur geblieben. Und da das aber nicht so ist, sage ich mir jetzt im Zuge des Popstar-Daseins, ich schwöre, ich wäre so gerne wieder Friseur. Ich Anonymität ist doch ein sehr kostbares Gut. Allerdings merkt man das erst, wenn man sie verloren hat. Das heißt, der Star sehnt sich danach, wieder ein Unbekannter zu sein. Und ist natürlich glatt gelogen. Ich geh zu Boden, wenn du nicht mit mir fliegst. Oh Baby, bitte, bitte lauf, lauf. Gib nicht auf, ich hab dich vermisst. Es fressen mich Dämonen auf, wenn du nicht. Nicht auf der Solo-CD vertreten ist der Song Wish. Das Duett mit Schauspielerin Franka Potente ist Teil des Soundtracks zum Kinofilm Lola rennt. Ich bekam irgendwann mal einen Anruf und jemand fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, zu einem Film aus Deutschland einen Song zu machen und beim Soundtrack mitzuwirken. War skeptisch, hab gesagt, ja, schick mir mal das Video. Hab das Video bekommen, guck mir es Monate später an, find den Film so umwerfend, sofort angerufen und ja, ich weiß zwar nicht mehr, was ihr von mir wollt, aber ich will mitmachen. Herzlichen Glückwunsch, toi, toi, toi. Herzlichen Glückwunsch. Produzent Reinhold Heil liefert den Hauptteil der Musik zum Film und Thomas D. ist begeistert. Der Ausdruck von dieser Musik, weil er auch Reinhold Heil mitgemacht hat, das ist ein altes Mitglied von Spliff, Nina Hagen Band, ja. Ein Mann, der schon so lange dabei ist,
hat diese Computermusik, sage ich jetzt mal ganz platt, trotzdem so viel Emotionen und Kraft, dass mich das sofort auch berührt hat und gezogen. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr. Ich bin Anne Y. von den Fantastischen Vier. Ich produziere die Musik und so, mische den ganzen Sound und ja. Das AMG und das Y, er regelt den Gesang auf 120.000 Phonen. Er steht hinter Mischer, ist der Rhythmusproduzent. Nenn ihn Andy Y oder nenn ihn Präsident. Andy Y entdeckt in der Zwischenzeit seine Remixer-Qualitäten und mixt kurzerhand das Dog-Eat-Dog-Stück Step Right In. Die Fantastischen Vier und jetzt geht's ab. Ich fand das sehr gut, für Doggy Dog einen Remix zu machen, weil ich habe die Band schon getroffen auf Festivals in den Jahren davor und das hat mir immer sehr gefallen. Außerdem kannte man ja auch No Fronts, das fand ich sehr gut und ich habe mir das Lied angehört und fand es ein wenig unausgegoren. Ist ja auch klar, weil es in einer Nacht entstanden und alles musste schnell gehen. Also habe ich mir besonders viel Mühe gegeben bei dem Remix, weil die Band hat ein bisschen, ist immer schneller geworden und so. Das sind beim Remixen sehr aufwendige Geschichten, aber ich habe anderthalb Wochen tatsächlich verbracht mit diesem Remix. Ich wollte ein gutes Stück Arbeit abliefern nach Amerika, habe ich gemacht. Als Künstler oder als Band ist es cool, andere Leute deine Songs so interpretieren zu lassen, wie sie es gerne möchten. Der Song Step Right In von Dog Eat Dog war die Mühe wert. Ich denke, die Aussage ist es, Grenzen zu brechen. Andy ist also Teil dieser immerwährenden Tradition. Wir finden wirklich, dass es ein großartiger Song für Dog Eat Dog ist, denn wir arbeiten gerne mit anderen Musikern zusammen. Wir machen einfach gerne verschiedene Sachen. Dadurch, dass Andy seinen Teil dazu beigesteuert hat, fahren die Leute auf den Song ab und das ist klasse für uns. Es besteht definitiv die Möglichkeit, wieder zusammenzukommen und nochmal an einem Song zu arbeiten. Ja, vielleicht in New York oder so. On a track, maybe in New York or something. Yeah. Im vergangenen Jahr war dann auch die Zeit für Hausmarke gekommen, seine Solopläne auszuleben. Das Album weltweit entert die Charts. Die Platte heißt weltweit aus verschiedenen Gründen. Nicht, weil ich jetzt überall hinfliegen kann mit dem Geld, das ich damit verdienen werde, sondern es soll ein bisschen den Sound spiegeln. Also wir wollten auch zeigen, dass wir mittlerweile, glaube ich, so weit sind, dass wir soundtechnisch mit Produktionen aus anderen Ländern messen können. Bei Mädchen Nummer 1 der ersten war es am schwersten. Und ich fragte, wie wär's denn? Gehst du mit zu mir Fernsehen? Und weil Hausmarke nicht nur allein auf seiner Platte zu hören sein will, lädt er sich auch einige Gastmusiker ein, wie Max vom Freundeskreis, Yvette Michel oder Billy Allen. Was geht denn ab? Ich war noch nie mit einem Mädchen allein. Es sind verschiedene Künstler drauf aus verschiedenen Teilen der Welt. Und es soll halt auch zeigen, dass es ein globales Ding geworden ist mittlerweile, dass nicht nur Hip-Hop nicht nur noch auf Amerika beschränkt ist. Klar ist, es ist Motherland, aber es ist jetzt eben weltweit und ich möchte da nur ein Teilchen dazu beitragen.
Mädchen Nummer 1. Und ich glaube daran, dass es ewig dauern kann. Wenn ich mir überlege, dass ich bei anderen Fanta 4 Platten vielleicht 2 oder 3 Songs gemacht oder mitgemacht habe, dann war es schon krass und super viel Lyrics zu schreiben. Hey! Bei der letzten Fanta 4 Platte, die wir im Studio ganz gemacht haben, also Lauschgift vor 3 Jahren, da hat man schon gehört, dass jeder von uns 3 Rappern dann doch irgendwie ein bisschen seinen eigenen Stil auch hat. Und den richtig auszuleben ist, glaube ich, das Ding, was es bei meiner Platte von Fanta 4 Platten unterscheidet. Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war es schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Bei Fanta 4 ist dann doch kommen mehr Stile mit rein als bei meiner Platte, weil bei meiner Platte war gleich das Anliegen, den Sound, den ich auch hauptsächlich auflege, umzuwandeln in meinen Songs. Also es ist dann doch Hip-Hop-spezifischer und zum Teil auch ein bisschen R&B-spezifischer als bei Fanta 4 Platten. Beweg dein Popper im Rhythmus des Strobos, die Turntable Rocker. Schau mir die Welt an, du kannst sie manchmal einfach nicht verstehen. Seit 1996 haben die Fantastischen Vier ihre eigene Plattenfirma. Und da sie vier sind und sich alles um Musik dreht, nannten sie sie kurzerhand 4Music. Mit diesem Label geben sie ihre Erfahrungen an junge Bands weiter. Die Erde dreht sich weiter, da bin's gewesen. Unsere Plattenfirma 4Music haben wir. Ist eigentlich so eine Art logische Weiterführung von dem, was wir schon immer gemacht haben. Weil dadurch, dass wir eine eigene Band sind und viel unterwegs sind, ist es so, dass wir viel Kontakt mit verschiedenen Musikern hatten und die nie selber mit, auch geschäftsmännisch, plattenveröffentlichungsmäßig weiterbringen konnten. So blieb es dann dabei, dass wir die vermittelt haben oder so etwas. Unvorstellbar, diese Massenhysterie. Ich verstehe nicht, wieso sich die Verfassungsschützer nie mit TechNet beschäftigt hat. Denn sowas gibt's nicht einmal bei Scientology oder bei den Zeugen Jehovas. Die nächste Motivation war auch, lass uns mehr machen als nur Musik. Lass uns in dem Genre, in dem wir groß geworden sind, in dem wir eine Erfahrung gelernt haben, das nutzen und nicht brach liegen lassen. Und wir sind faule Menschen. Und wie alle faulen Menschen umgeben wir uns mit unheimlich viel Arbeit, dass es nicht auffällt, dass wir faule Schweine sind. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil. Du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil. Du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Oh, jetzt habe ich aber eine Konzentration genommen. Ja. Da muss man die wundern, ne? 4Music ist schon eine feine Sache. Es macht auch echt sehr viel Spaß. Mhm. Oh, es ist mir schwindelig. Oh Gott, versuch das nicht zu Hause nachzumachen. Die Nacht ist um und stumm. Denkst du dir, was kommt rum, wenn ich rumhänge? Wenn ich abhänge, frage, nehme ich mir das krumm. Mach die Augen auf, mach die Augen, mach die Augen auf. Und dann fragst du mal und mal, ob ich das auch so machen kann. Wir vier sorgen bei 4Music für die Inhalte. Wir sind keine Leute, die sich mit Betriebswirtschaftslehre auskennen und irgendwelchen Warenlisten und so etwas. Dafür haben wir sehr, sehr gute, sehr liebe Leute, die auch unsere Freunde geworden sind über die Zeit. Kann ich sein wie die anderen? Muss ich wie die anderen sein? Oder muss ich alleine wandern? Gibt es eine Antwort? Nein, du schaust in dich allein hinein und plötzlich wird es still. Hey, ich weiß, was ich bin und ich muss machen, was ich will. Wir hören und Demos, wir lernen Bands kennen. Die nächsten Superstars raus für das nächste Jahr. Genau, wir haben den tollen Vorteil, dass viele Musiker uns Vertrauen schenken, weil sie wissen, dass wir auch auf der anderen Seite, auch auf ihrer Seite des Schreibtisches sitzen. Also die Kriterien, nach denen wir Bands auswählen, sind, sie müssen Spaß verstehen und ab und zu einfach mal den Stock aus dem Arsch ziehen können. Ne? Ganz ist wichtig ist, dass die Bands was ganz Eigenes haben. Es ist nicht gut, wenn man zum Beispiel sehr, sehr gut, so gut ist wie jemand anders und sehr gut nachmachen kann. Es ist auch sehr wichtig, dass die Bands etwas sehr Eigenes haben. Ja, wir suchen keine Massenprodukte, wir suchen niemanden, der irgendeinen Stil nachmacht. Wir suchen Leute, die ihren eigenen Stil schon gefunden haben, ihr eigenes Umfeld haben
und in diesem Rahmen einfach gut funktionieren. Celui qui boit, t'as qui joue, te porte l'âme. Pour imiter les carrés, je parle non plus les droites. Et encore moins, ne porte pas nos piles d'un chiffon. J'ai ça aux poupées, Barbie, mon job, c'est MC, une passion. Es ist doch einfach so, dass man nicht eine Nische füllen muss im Markt, wenn man eine Band haben will, sondern eine gute Band, die Originalität genug hat, findet ihre eigene Nische. Man muss sie erst nicht bauen oder füllen. Jesus, hör bloß auf, du. Das ist doch gefährlich. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Eine der Errungenschaften von 4Music sind die Musiker vom Freundeskreis, obwohl die Band sich anfangs an eine andere Plattenfirma gewandt hatte. Wir kannten Maximilian, vor allem der Michi Hausmarke, kannte Maximilian schon länger. Wir haben das miterlebt, wie sie bei einer anderen Plattenfirma unterschrieben haben und das dann mit Anna, mit dem späteren Welthit, total versiebt haben lassen, weil es war nicht Freundeskreis schuld. Das Lied war gut und wir haben es erkannt und die Plattenfirma hat es wohl nicht erkannt. Pitch, patch, nass, floh ich unter das Vordach. Das Fachgeschäft vom Himmel goss ein Bach, ich schätze, es war halb acht, doch ich war hellwach, als mich Anna ansah, anlachte. Gott sei Dank konnten wir auch die alte Plattenfirma davon überzeugen, dass wir so ein Talent nicht irgendwie bei ihnen versieben lassen dürfen, sondern uns doch bitte mal die Chance geben, das auch in Sand zu setzen, was wir dann nicht gemacht haben. Und wir haben uns dann geeinigt. Und haben uns geeinigt, den Weg zu gehen, den Maximilian wollte, den wir wollten. Und es hat sich halt wohl gezeigt, dass es ein sehr guter Weg ist. Mein Name ist Anna, sagte sie sehr nüchtern. Ich fing an zu flüstern. Ich bin Max aus dem Schoß der Kolchose. Doch so eine Katastrophe, das ging mächtig in die Hose. Macht mich lächerlich, doch sie lächelte. Ehrlich war man, sie da Anna war ein Hip-Hop-Fan. Wir wussten und wissen, was für uns gut ist. Ob das jetzt für die nächste Band trifft, müssen sie auch selber entscheiden. Wir können dem Freundeskreis gerne sagen, was wir davon halten. Aber Max und der Freundeskreis wird die eigenen Entscheidungen fällen. Und das ist uns auch wichtig. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. MFG mit freundlichen Grüßen heißt die aktuelle Single der Vier, die es inzwischen an die Spitze der Charts geschafft hat. Mir haben die Fantastischen Vier ihren neuen Relaunch zu verdanken. Ja, alles haben die Smoothie zu verdanken. Fast alles, ja. Vor allem MFG, weil er hat nämlich auch dann, nachdem wir die erste Strophe hatten und das ganz witzig fanden und immer mehr Leute gesagt haben, hey Jungs, das ist der Hit, das ist der Hammer, das Stück ist der Hammer. So, ja, dann müssen wir ja wohl irgendwie eine Single draus machen, was aber bedeutet, eine zweite Strophe zu erfinden ein und Refrain auch einen Refrain. Erfinden. Und da haben wir lang dran rumgedoktort und während die Fantastischen Vier, Hausmarke und mir den Refrain zu verdanken haben, haben wir auch die zweite Strophe Smoother zu verdanken. UKW, NDW und Huber K, BTM, BKA, hahaha, LTU, TNT und IRA, NTV, THW und DPA. Aber wir haben sie aber auch vielen Leuten zu verdanken, die alle so im Raum unterwegs waren. Hier, der ins Studio kam, wurde gefragt, was fällt dir ein? Abkürzung, drei Buchstaben. FAZ, BGL und unser Anwalt Helge Sasse kommt rein, FDP. Und gute Idee, genauso war auch Maximilian vom Freundeskreis da, der uns die Initialzündung verschafft hatte für einen Refrain, den man Schall und Rauch, also Worte sind doch wie Schall und Rauch. Gute Idee. Ja. Und so, also es ist schon eine Kollektivarbeit von uns und vielen unserer Freunden. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Wir reden von Institutionen, von Werten, von Moralvorstellungen, all das, die wirre Welt, die auch jetzt im ausgehenden Jahrhundert ganz aktuell ist im Informationsrevolutionszeitalter. Alles, Backstreet Boys, H&M, C&A, so viele Sachen unter dem Refrain sagen wir, ist doch alles nur Schall und Rauch. Vergiss es alles, ganz alte klassische Fanta-Message. Du bist der einzige Mensch, der alles für sich selbst entscheiden kann, ist die Aussage. Deshalb ist es eigentlich ein sehr intellektueller, kafkaesker Titel. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Sehr erfreulich, dass der so hoch in die Hitparade geht. ARD, ZDF, C&A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und DRK, GBR, GmbH, ihr könnt mich mal. Der Titel wird auch nicht von den meisten, wenn man sich mit dem so unterhält, so verstanden, wie wir ihn eigentlich gemeint haben, sondern eher als Anti-Abkürzungssong gefeiert, was er nicht ist.
Aber irgendwas muss es die trotzdem haben, dass es den normalen Plattenkonsumenten zugreifen lässt. THX, VHS und FSK, RAF, LSD und FKK, DVU, AKW und KKK, RHP, USB, LMAA. Das ist wie eine Geheimwissenschaft, es ist wie ein guter Wein, den man öfters mal trinken muss, um zu verstehen, wo die wahre Qualität liegt. Und das, die Kombination mit dem Videoclip ist es auch. Die Bilder, die Gags, die Assoziationenketten, das ist ein Labyrinth, ein Unterhaltungspark der Assoziationen. Das ist es, glaube ich, was MFG für jedermann, der ein Gehirn zwischen den Ohren trägt, interessant macht. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Da die Fantas ihre Fans und Feinde in nächster Zeit auf jede mögliche Art und Weise so richtig zuballern wollen, gibt es nicht nur ein neues Album, sondern auch das Buch zur Platte, die Tour zur Platte und die Fanta 4 Homepage. Ich habe eine eigene Homepage, www.smudo.com, die ich selber pflege und mache. Man erkennt das sehr schnell am dilettantischen Stil. Ich bin kein großer Webpage-Designer, aber ich bin, seit ich 12 bin, Computerfreak. Und seit ich 9 bin, eigentlich unterhaltungselektronikmäßig angefixt, seit ich zum ersten Mal Pong an der Autobahnraststätte gespielt habe, erinnert euch, also dieses Tennisspiel. Jetzt bist du da, ein Stück deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du es getan, das Warten, was wirklich dein Plan. Ich bekomme auch sehr viel Mail, vermutlich, nachdem ich das dir gesagt habe, noch mehr. 80 Stück täglich, wobei ich nur wenige beantworte, die meisten braucht man nicht beantworten. Wenn jemand fragt, wo kriege ich denn Tickets für ein Konzert, dann muss er nur 5 Sekunden länger denken und dann weiß er, er kriegt sie bei der Vorverkaufsstelle. Ansonsten schreibe ich alles Mögliche auf meine Seite. Zum Beispiel kann man die ganzen Bilder, die im MFG-Video vorbeikommen, alle dort sich in voller Qualität angucken. Dann kann man auch noch viel mehr kleine Gags erkennen. Wir sind hier auf meiner Seite eingeloggt. Dann seht ihr hier oben, was für Neuigkeiten sind. Dann läuft man hier runter und bekommt eine große Auswahl von sensationellen Themen. Ob das jetzt von mir aus nur irgendwelche Hintergrundgeschichten sind zu irgendwelchen Videodrehs oder einfach nur eine Autogrammkarte, die man sich runterladen möchte. Oder ganz persönliche Gedanken zur neuen Single meinetwegen. Sehen wir mal dieses, wo haben wir es denn? Zack, hier ist die neue Single, MFG mit freundlichen Grüßen. Nicht nur, dass ihr das Cover sehen könnt, den Text euch angucken könnt, ihr könnt euch auch die verschiedenen Remixes in Kurzversion hinunterladen. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret, was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Der Verlag Kiepenheuer und Witsch hat uns angesprochen, ob wir nicht Interesse hätten, eine Biografie über uns veröffentlichen zu lassen. Bisher gab es nur von einem Fremdverlag, mit dem wir nichts zu tun hatten, ein ganz schlimmes Buch, was aus der Bravo-Artikel zusammen recherchiert worden ist. Und wir dachten, das wäre vielleicht eine schöne Ergänzung zu unserer neuen Platte. Es ist ein sehr ehrliches Buch. Es ist kein Buch, in dem wir irgendwie angeben, was für tolle Hip-Hopper wir sind oder was für irre coole Backstage-Ängste. Es ist ein sehr ehrliches Buch über unseren Weg, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir bis heute hier hingekommen sind, zu Label, Booking Company, Verlag und so weiter. Es ist auch gleichzeitig eine Geschichte, die erzählt, wie Hip-Hop-Musik in Deutschland angefangen hat. Im Übrigen kann man auch, bevor man sich das Buch vielleicht kaufen möchte und nicht weiß, 2 Kapitel auf meiner Internetseite Probe lesen. Was geht? Was geht? Ich sag's euch ganz konkret. Was geht? Was geht? Ich sag's euch ganz konkret. Wir sind auf Tour mit 499 live zu sehen im Herbst natürlich. In relativ großen Konzerthallen. Ich schätze mal so 1500, 2000er Locations machen wir da. Schön mit Band. Und mit einer neuen Formation, also auch wieder ein neues Programm quasi und eine neue Show gibt es zu erleben im Sommer auf Festivals. Also da kann man auch schon einen kleinen Vorgeschmack kriegen. Und das ist total neu und interessant. TV, AKK und KKK, RHB, USB, LMAA, PLZ, UPS und DPD, DMX, BPR und XTC. Die
Tourdaten kann man auf der Internetseite unseres Labels nachlesen, www.4music.com. 4music wie die englische 4 F-O-U-R. Fanta 4 ohne Ende also. Bleibt noch anzumerken, dass sich die Band auch im Jahr 1999 treu geblieben ist und mit 4,99 eine Platte abgeliefert hat, die sämtlichen Erwartungen standhalten kann. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Es ist aus, oh Gott. Yeah, was ist los? Die haben something that keeps the band alive. Jetzt weiß ich, was ich bin. Ich bin zu geil. Du bist zu was? Ich bin zu geil. Viel zu geil. Na, viel zu geil.